bin geboren in Hanau tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich im Krankenhaus da, mit meiner Mutter, die war auch Krankenschwester. Hat dort auch meinen Papa kennengelernt im Krankenhaus. Und ja, ich bin dann wohl ein Glückskind. Entstanden im puren Glück. Geboren, geborgen, aufgewachsen und mit einer Schwester sogar groß geworden, die ein Jahr älter ist. Alle meine Kunden sind meine liebsten Kunden. Und natürlich, die Sympathie ist ganz oft der Fall. So, ne? Also wenn man ist sich mal sehr sympathisch, weiß ich zueinander verstehen, respektvoll miteinander umzugehen. Tatsächlich habe ich einen ganz speziellen Lieblingsbogen selbst gebaut, eine Eibe, die schieße ich gerne nicht so oft wie den einfach zu bedienenden Takedown Black Widow Sonderanfertigung, 50 Pfund, ja, die Pfeffer natürlich ganz anders als ein Vollholzbogen. Der Prozess, einen Bogen herzustellen, beinhaltet auch viel Gefühl, Emotions, die da reinkommen und dann irgendwann kommt es zum Finish und dann ist das natürlich das Stück, mit dem man schießen möchte. Also wenn ich mir das aussuchen kann, einer Tätigkeit nachzukommen, dann habe ich am liebsten meine Werkstatt alleine für mich, um Bogen intensiv genug befühlen zu können oder auch einfach da nicht gestört zu werden. Wenn man im, ne, im Fluss ist und man hat eben gerade Verbindung aufgebaut zu der Arbeit, die man sehr intensiv dann auch durchführt, oder? Und auch also vom Anschauen des Produkts, vom Reinfühlen, vom Ruhelassen, tatsächlich Wellenreiten, wenn sich das anbietet. Hier auf Sylt sind die Wellen dementsprechend rar, aber mein Glück ist es natürlich dann auch im Winter, wenn es hier kalt ist und schlecht Wetter hat, dann eben in Indonesien meine Zeit zu verbringen, dann hauptsächlich auf Bali, das habe ich tatsächlich die letzten 16 Jahre auch getan und da gibt es dann Weltklasse-Wellen und gleichzeitig habe ich da meine Produktion dann aufgebaut mit den Bogenbauern, kann die Bogenbauer trainieren, ist dann natürlich wieder Thema Yogyakarta, aber ich kann das gut kombinieren, habe 2 bis 3 Monate off von der Insel, von diesem kalten Wetter und habe eben paradiesisches Klima.